So, hallihallo, Magnetfischen heute wieder am Start. Heute haben wir diese Brücke hier und da hinten, die sehen wir von hier aus gar nicht. Auf jeden Fall ganz schlecht. Ich sehe sie aber mit dem Handy hier werde ich die wahrscheinlich nicht drauf kriegen. Nö, kriege ich nicht. Kurz nach dem Knick da vorne ist noch eine Brücke. Wir haben ein bisschen Strömung heute hier wieder. Deswegen sind meine Magneten hier wieder prädestiniert für, weil sie schön schwer sind. Also werde ich jetzt anfangen, hier den Magneten auszuwerfen. Und dann wollen wir mal gucken, was wir da alles so Feines dran haben. Seid gespannt. Geht gleich los. Heute mal wieder Oldschool. Ich zeige euch nur die interessantesten Sachen. Weiter geht's. So, erster Wurf, erster Treffer. Genauso wollen wir das sehen. Ich auf jeden Fall. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil hier alles Metall ist. Das Geländer ist Metall, unten sind Metallpfosten, die die Brücke halten. Also werden wir hier wieder viel Spaß haben. Beziehungsweise, wenn ich mich trottelig anstelle, ist der Magnet wieder fest. So, was haben wir hier Schönes? Ziemlich massiv, ziemlich schwer. Oh, seht ihr, guck mal hier, da ist der Magnet jetzt auch fest. Metallschiene haben wir hier also auch. So, was haben wir hier? Das sieht doch schon mal wieder ganz interessant aus irgendwie. Also hier ist so ein Vierkantstahl angeschweißt an Flachstahl. Ziemlich massiv die ganze Geschichte. Was das jetzt genau ist, kann ich nicht sagen. Weiter geht's. Und weiter geht's. Und wieder was dran. Mal gucken, was das Schönes ist hier. Brücke ist ein bisschen schmal hier, allerdings ist hier auch überhaupt kein Verkehr. Deswegen muss man hier ein bisschen aufpassen. Das sieht aber interessant aus. Ach, alles klar. Was ist das? Ganz logisch. Ein Lenker, ein Mountainbike-Lenker. Sieht auf jeden Fall so aus wie einer. Komplett alles dran, Bremsen, Schalteinheit und so weiter. Warum man das versenkt, keine Ahnung, kann man ja mal gebrauchen. Was haben wir hier noch? Kronkorken haben wir hier noch ein. Zack. Und was haben wir hier noch? Oh, das könnte was Interessantes sein. Rubbel ich gleich mal frei. Und das hier, alles Müll. Weg damit. So, jetzt rubbel ich das Ding hier mal frei. Was haben wir da Schönes? Rubbeli, rubbeli. Rubbel, rubbel, rubbel. Ach, nichts Interessantes. Ist einfach nur eine Schraube. Jo. Aber hier geht das schon mal richtig ab. Zwei Würfe, zwei Treffer. Ich meine, das ist doch schon mal ein super Zeichen. Weiter geht's. So, dritter Wurf. Mördertreffer. Das könnte eine Stoßstangenhalterung sein. Guckt euch den Kram hier an. Ist ein riesengroßes Teil. Deswegen werde ich das jetzt auch an der Seite schwingen. Oder kriege ich es hoch? Ah, doch. Ganz so schwer ist das nicht. Man kriegt es hoch. Mal gucken hier. Ja, das sieht so aus wie eine Stoßstangenhalterung. Metallhalterung und drüber weg wird quasi dann die Stoßstange drüber weggestülpt. Ich hole das jetzt mal eben hoch und dann zeige ich euch das. So, das ist es hundertprozentig. Das ist eine Stoßstangenhalterung. Ich guck mal, ob man irgendwo vielleicht was sieht, von was für einem Auto die ist. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Irgendwo ein Stempel drauf oder so. Ne, kein Stempel drauf. Das hätte man jetzt vielleicht auch noch gesehen, für was für ein Auto das ist. Auf jeden Fall Stoßstangenhalterung. Wie gesagt, reiche Beute hier. Da geht's richtig ab, da werden wir richtig Spaß haben. So, wieder was am Start. Wie gesagt, hier geht das ab. Hier ist wieder jede Menge drinne. So macht das auch Spaß. So, was haben wir denn Schönes hier? Schwingen rauf, schwingen rüber und beglotzen. Ah, okay, nicht so spannend. Zwei fette Bolzen und jede Menge Rostkram hier dran. Weiter geht's. So, da war wieder was dran. Erst wollte ich das gar nicht zeigen, weil war uninteressant. Nur Rostscheiße und alter Kronkorken, aber
das ist es doch wert. 10 Pfennig lag zwischen dem ganzen Rost. Also wieder was für die Tash. Und ich werde auf jeden Fall an der Stelle noch ein paar Mal jetzt die Magneten reinschmeißen. Vielleicht in der 10 Pfennig liegen, vielleicht liegt da auch eine Mark. Man weiß es nicht. Weiter geht's. Tja, hier an der Stelle liegt was ziemlich Schweres. Habe ich das hier abgezupft von? Keine Ahnung, was das mal gewesen ist. Vielleicht ein altes Geländer oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall extrem schwer. Probiere ich gleich nochmal mit meinen fetten Magneten, dass ich da was rauskriege. Und wenn ich da was rauskriege, dann kriegt ihr das natürlich auch mit. So, wieder voll der Magnet. Ich habe das Teil kurz anheben können. Auch mit diesen Magneten. Und das war so ein fettes Rieseneisenrohr. Also nichts Aufregendes für uns. Trotzdem werde ich das probieren, der Umwelt zuliebe, den nochmal mit den großen Magneten rauszuholen. Vielleicht haben wir da irgendwie Glück. Jetzt schwinge ich mal wieder hier rauf. Schwing, schwing. So, was haben wir hier Schönes? Was haben wir hier Schönes? Aha, aha. Also das ist schon mal einfach nur so eine Eisenplatte hier. Nichts Weltbewegendes, aber hartnäckig. So. Eisenplatte, nichts Spannendes. Und was ist das hier? Das ist quasi wieder ein Bolzen mit der zugehörigen Mutter. Und der Rest ist Müll. Nicht mehr zu identifizieren. Weiter geht's. Weiter geht's. Magnet ist wieder voll. Diesmal sieht es wieder interessanter aus. Oder interessant aus. Und mal gucken, was wir da dran haben. So Scheiben. Kleine UFOs. Aber ich glaube, das sind irgendwie so Schleif oder ja, das sind so Schleifscheiben von der Flex, müssten das sein. Ne? Kann man noch identifizieren. Da kann man noch ein bisschen was sehen. Lukas, da seht ihr das? Lukas Schleifscheiben. Die haben wir. Dann untersuchen wir noch mal kurz die Magneten. Da ist auch noch ein bisschen was dran. Weil das nicht nur Splitter sind. Da haben wir noch eine Schraube bei. Ansonsten nur Splitter. Ist das auch wirklich eine Schraube? Schrubbel, schrubbel. Jo, sonst ist es nichts. Weiter geht's. Ja, ich kann es nur mal wieder sagen, das ist eine geile Brücke. Echt. Das ist wenigstens ein bisschen spannend und interessant hier. Wieder ordentlich was dran am Magneten. Und dann wollen wir auch gleich mal gucken, was das Schönes ist hier. Da haben wir ein Riffelblech. Das haben wir ja auch mal öfter und gerne mal dran. Zack, ein Riffelblech. Und eine Gewindestange rechts und links mit dementsprechenden Muttern. Ist das hier auch wirklich so ein Riffelblech oder ist das irgendein Schild? Kann auch mal ein Schild gewesen sein. Ist leider schon zu alt, kann man nicht mehr identifizieren. Aber wir sind ja auch erst zur Hälfte durch hier. Da wird sicherlich noch was Interessantes drinnen liegen. Da habe ich irgendwie so im Urin. Und schon wieder was dran. Diesmal wieder mit Plastikanhängsel. Unter Magneten ist auch was. Also werden wir auf jeden Fall ordentlich was dran haben. Einmal haben wir eine Baustahlstange mit einem Plastikkram dran. War vielleicht mal irgendwie eine Absperrung oder so. Oder wurde mal zur Absperrung genutzt. Und was haben wir da drunter noch Schönes hier? Komm, zeig's mal her hier. Was ist das? Was ist das hier? Oh, war mal ein kleiner Schraubenzieher. Könnt ihr, glaube ich, sehen, ne? Rest ist nicht so spannend. Ganz normalen Krams. Das eine hier ist ein bisschen größer und sieht ein bisschen komisch aus. Schrubbel ich mal ab. Wollen wir ja auch wissen, was das ist, ne? Das ist nichts, das fällt so auseinander. Oder ne? Da ist doch was. Was haben wir denn da Schönes? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was ist denn das Feine? Erstmal eben sauber machen hier. Machen wir natürlich an der Hose sauber, wie sich das gehört. An der Hose sauber machen hier.
Dann zeige ich euch, was das ist. Ha. Könnte mal ein Projektil gewesen sein, ist vorne ein bisschen eingedellt. Also könnte mal ein Projektil gewesen sein. Packen wir hier an der Seite. Weiter geht's. So, jetzt wird's wieder richtig spannend. Sieht nach einer Geldkassette und noch irgendwas komischen aus. Muss ich hier an der Seite bergen, weil will irgendwie nicht so richtig rauf. Ist mir gerade schon mal abgefallen. Klar, jetzt werde ich das ganz vorsichtig eben bergen. Und dann werde ich euch das logischerweise zeigen. Aber ich werde es da an der Seite hinschmeißen. Hier auch oben kriege ich es leider nicht. Ja, Leute, die Kassette ist mir weggefallen. Dafür bin ich auf ein Müllnest gestoßen. Guckt euch das hier an. Fahrradteil. Auseinandergeflext. Was das hier genau ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist da oben eine Gewindestange dran. Das hier ist mal ein Werkzeug gewesen. Hier unten sieht man das noch. Das war mal ein Werkzeug, so ein 17er Vierkant oder sowas. Das hier weiß ich nicht, hau ich auseinander. Aber ich gehe auch gleich noch nach unten. Ich habe auch noch jede Menge Kram unten. Seid mal gespannt, das ist echt heftig. Die Kassette, die werde ich auch definitiv noch suchen, aber jedes Mal, wenn ich reinschmeiße, kriege ich einen anderen Scheiß raus. Ich meine, so will man das aber ja, ne? Aber ich zeige euch das jetzt mal. Weil die Sachen, die waren auch alle schlecht zu bergen hier. Ich muss hier so ein bisschen runterkrabbeln. Bisschen steil hier, sonst lege ich nämlich gleich auf den Pinsel und dann habe ich schön Aua. So, mal gucken hier. Hier haben wir richtig was am Start. Wie gesagt, das lag alles da, wo angeblich die Kassette jetzt irgendwie liegen sollte, müsste, könnte. Hier irgendwo muss die Kassette liegen. Ich werde so lange fischen, bis ich das Scheißding habe. So, hier haben wir einen, oh alter Schwede, einen alten Auspuff, müsste das sein, oder? Jo, das ist ein alter Schalldämpfer. Ein alter Auspuffschalldämpfer. Also hier haben wir schon mal die Autoteilebrücke. Dann haben wir hier Plastik. Plastik ist immer gut, wenn das raus ist. Dann haben wir hier noch fetten Metallwinkel. Auch gut, wenn das raus ist. Und was ist das hier? Das war ja mit einer Geldkassette dran. Vielleicht zum Versenken der Geldkassette. Das ist irgendwie so ein alter Pfosten oder ein alter Pfeiler. Jetzt muss ich nur noch die Magneten abkriegen. Habe ich abgekriegt. Und wieder sauber machen. Und weiter auf der Suche nach der Kassette, die ich gerade hatte. Die will ich auf jeden Fall raus haben. Da will ich auf jeden Fall wissen, was das ist. So, den Krempel schleppe ich jetzt mal nach oben. Ist auch ein schönes Hobby, ne? Alles schön nach oben schleppen. Ah, da war auch noch was. Hier ist auch noch was dran. Das ist auch schon ein altes Rohr. Was ist das hier? Eine alte Abdeckung. Ja, erstmal schleppe ich jetzt alles hier nach oben. Und dann geht's weiter und dann werde ich die Geldkassette haben. Die muss ich haben jetzt. Wie gesagt, hier an der Brücke geht das wieder richtig ab. Oh, alter Schwede, so ein Schalldämpfer voller Matsch. Ist ganz schön schwer. Schalldämpfer. So, damit ich behellige euch jetzt nicht weiter mit den Aufräumarbeiten, sondern zeige euch gleich den. Ich kann es gar nicht glauben. Schon wieder habe ich was hochgeholt, ein fettes Verkehrsschild. Aber die Kackkassette immer noch nicht. Das kann doch nicht angehen. Ey, wo ist die denn geblieben? Ich meine, die Strömung eben war viel stärker wie jetzt. Jetzt ist ein bisschen weniger. Das kann angehen, dass sie bis da hinten hin wieder hingetrieben ist. Ich werde euch mal das Seil verlängern. Und werde mal quasi das Seil ein bisschen weiter, also die Magneten ein bisschen weiter schmeißen. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was wir hier haben. Ein Verkehrsschild. Schön mit Matsch voll gesaugt. Ja, auf dass ich mich hier schön auf die Fresse packe, machen wir alles schön matschig. Verkehrsschild. Alter Schwede, hier ist ja schon wieder Party, oder? Hier ist ja schon wieder Müllparty. Da haben wir es. Wie gesagt, ich will nicht aufgeben. Ich verlängere das Seil. Schmeiß das Seil weiter hin. Das kann angehen, dass die Unterströmung das 10, 15 Meter rausgetrieben hat, die Geldkassette. Aber die will ich unbedingt haben. So, ich habe doch gesagt, ich kriege die. Hätte nämlich schon länger gedauert. Jetzt kriege ich die natürlich nicht mit. Zum Glück, ne? Die ganze Zeit die Scheiße rein und rausschmeißen. Da habt ihr auch keinen Bock drauf. So. Das ist die Geldkassette hier. Da haben wir doch gleich schön einen Zaun mit rausgeholt hier. Oh, der ist natürlich jetzt wieder reingefallen. Den hole ich gleich wieder raus. Geldkassette.
So. Und was haben wir noch an einem Magneten dran hier? Das ist Müll. Müll, 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 ja. Das ist Müll, auch Müll. Okay. Ja, hätte ja angehen können, dass der Schlüssel noch mit dran ist, ne? So, damit gehen wir jetzt nach oben. Oh, das Scheiße, da habe ich den Griff abgerissen jetzt. Also werde ich das mit beiden Händen tragen müssen. Aber gleich da oben, wenn wir das Ding aufmachen, dann werde ich die Kamera wieder anschmeißen. Natürlich zeige ich auch gleich die Kassette, aber jetzt zeige ich euch mal was ganz anderes. Guck mal hier. Was haben wir hier? Im Amazonas würde ich das natürlich nicht machen. Da könnte das ja auch ein Zitteraal sein. Aber hier, guckt euch den Scheiß an. Da haben wir einen Aal. Wenn ich auch nicht viel weiß, aber das ist ein Aal, das weiß ich. Den werde ich jetzt wieder reinsetzen. Kommst du wieder her, du alter Lümmel? Da mache ich mit beiden Händen vorsichtig. Ich werde ihn auch nicht von der Brücke schmeißen, sondern ich werde ihn, wie sich's gehört, reinschmeißen wieder. Guckt euch das mal an hier, der Bursche. Ja, da will nicht angefasst werden. So, jetzt werde ich ihn mit beiden Händen nehmen, runterbringen und reinschmeißen, wie sich's. So, zurück zur Geldkassette. Henkel habe ich schon abgebrochen. Was haben wir hier vorne dran? Das ist die Halterung vom Henkel. Deckel auf. Geldkassette. Das ist die Schaumgummieinlage. Deswegen war das vielleicht auch so schwer. Wer weiß. Was haben wir hier noch? Ach, keine Ahnung. Ich gehe mal eben um die Ecke damit. Und werde die mal eben auskippen hier. Dann sehen wir besser, was da drin ist. Dann muss ich da nicht wieder drin rumwurschteln. Ob da überhaupt noch was drin ist, lassen wir uns überraschen. So, den Scheiß haben wir draußen. Also da ist schon mal nix. Da ist auch nix. Hier ist so ein Fach. Jetzt muss ich da doch ein bisschen mit den Händen drin rumwühlen. Auch nix, auch nix. Aber das ist hier so ein Plastikfach. Kriegt man das raus? Vielleicht ist unten was drunter. Na, kommst du da mal raus, du Sau. So. An die Seite packen. Und mit dem Finger drin rumstochen. Da ist nix. Da ist nix. Nix, nix, nix. Das ist ein Wort mit X. Jetzt durchstochen wir noch den Schleck hier ein bisschen. Gucken, ob da irgendwo was drin ist. Das scheint aber auch nicht so. Kein Papier, kein überhaupt nichts. Außer dreckige Finger. Ist da nichts drin, egal. Scheißding ist draußen. Guckt euch an, was ich hier so als Beifang hatte. Wahnsinn, oder? Ja. Weiter geht's, wie gesagt. Das Teil hier geht richtig ab. Hier haben wir richtig Spaß. So, hier vorne haben wir was, was den Dicken hier herausfordert. Unseren Kleinen, der packt das nicht, also müssen wir den Fetten haben. Hat ungefähr 50 Kilo oder 60 Kilo mehr Zugkraft, oder was war das? Muss ich jetzt selber nochmal mein Video reingucken. Hat auf jeden Fall wesentlich mehr Zugkraft. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das hier rauskriegen. Wenn ich es am Haken habe, zeige ich es euch. Also ich konnte ihn mit Hängen und Würgen wieder abziehen. Jetzt habe ich ihn aber hier oben am Geländer dran. Und da kriege ich ihn gleich nur mit zwei Händen ab. Aber da unten ist irgendwas richtig Fettes drin. Das kann nur... Ja, es kann nur normalerweise in Tresor oder in Kühlschrank. Nee. Tresor oder vielleicht ein vollgesogener Einkaufswagen, aber hier in der Gegend ist nirgendwo so ein Shoppingcenter oder so. Doch, ganz da hinten ist, glaube ich, Hornbach und Konsorten. Ja, weiß ich auch nicht. Kriege ich nicht raus, habe ich jetzt lange probiert, auch mit ihm nicht. Haken geht überhaupt nicht, der greift gar nichts, also muss es irgendwie eckig oder rund oder sonst irgendwie was sein. Also Einkaufswagen fällt ja auch schon mal raus, denn Fahrräder sowieso. Ja, also an der Stelle hier, da liegt mit Sicherheit irgendwas super Interessantes. Kann auch ein Zigarettenautomat sein, aber ich weiß es nicht. Zigarettenautomat, Spielautomat. Aber die würde man vielleicht auch irgendwie gehakt kriegen, ne? Ja, ich vermute Tresor. Naja gut, die kriege ich nicht raus, funktioniert nicht. Muss ich hier weitermachen mit dem anderen Magneten, kein Problem, weiter geht's.
So, hier haben wir Rohr Nummer 6. Kriege ich wahrscheinlich auch wieder nicht raus. Probiert gleich nochmal mit dem großen. Ich habe hier schon jede Menge Rohre rausgeholt. Habe ich euch gar nicht gezeigt. Zeige ich euch gleich am Ende, was ich da so alles rausgeholt habe. Einmal waren das sogar wieder Verkehrszeichen. Habe ich leider vergessen zu filmen. Ja, ich bin blöde. Aber zeigen tue ich euch das trotzdem. Ich probiere jetzt das Rohr auch rauszuziehen hier. Allerdings sehe ich da wenig Chance. Weil meistens sind die voll Wasser und Schlick und sind tierisch schwer. Und dann kriegt man die nicht gepackt. Aber ich probiere es. Zeigen tue ich euch das nicht. Ihr habt das jetzt ja gesehen. Uninteressantes Rohr. Weiter geht's. Ja, Leute. Ich fische die ganze Zeit nach so einem komischen Kasten. Das ist keine Ahnung. Erst sah das aus wie ein Tresor. Da habe ich mir gedacht, scheiße, ist aber zu leicht. Ja, und jetzt hole ich ewig was aus diesem Kasten raus. Der hat sich verhakt. Hier vorne liegt, glaube ich, eine Münze. Werde ich gleich mal gucken. Jetzt habe ich schon wieder was dran. So eine Scheiße, ey, wirklich. Ich weiß nicht, warum ich diesen Pisskasten da nicht rauskriege. Die Strömung fässt ihn und dann verhakt er sich in den Bäumen und dann kriege ich den nicht mehr raus. Oh gut, was haben wir jetzt hier noch? Pam, pam, pam. So. Ach, guckt euch das mal an hier. Was haben wir hier? Könnt ihr das erkennen? Ja, das ist doch zweifelsohne eine Pistole. Fangen wir mal an der Seite. Pistole. Und was haben wir sonst noch hier? Nochmal schön durchstrukturiert vorgehen, ne? Alles schön abnehmen. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal eine Waffe wieder gefunden. Ja. So, jetzt wollen wir erstmal das Kuh. Ach, ist gar kein Geld. Das ist ein Kronkorken. Scheiße, ich dachte, das hier die Tash. So, jetzt haben wir wieder eine Waffe. Die von euch, die mir jetzt erzählen wieder, die macht man nicht sauber, man macht dies nicht, man macht das nicht. Ja, dann kann ich euch aber auch nicht zeigen, was das ist. Und funktionieren tut die mit Sicherheit nicht mehr. Und ob sie echt ist, werden wir dann sehen, wenn ich sie auseinander habe und alles sauber habe. Also werde ich die jetzt ein bisschen klopfen, wie ich ja so bin. Ne? Lauf vorne schon mal abgebrochen. Ja, da werden mich wieder viele für hassen. Wie kannst du das Teil da rumklopfen? Jetzt ist es Schrott, war es vorher auch. Was haben wir hier Schönes? Auf jeden Fall. So, jetzt fällt alles schön der Reihe nach ab. Hier ist aber noch ein Zeichen drauf. Das will ich jetzt erstmal sauber waschen. Und ich mache die jetzt ein bisschen vorsichtiger sauber, weil sonst können wir gleich gar nicht mehr identifizieren, was das für eine Pistole gewesen ist. Also seid gespannt gleich, werde ich euch das Resultat zeigen. Ja, wie gesagt, hier ist eine echt hammermäßige Brücke. So, ich habe es ein bisschen frisch gemacht hier. Und zwar haben wir hier B und P, glaube ich, steht da. Könnt ihr das sehen? B und P. Aber ansonsten ist da nichts mehr von zu erkennen von dem Ding. Wie gesagt, wenn man es sauber macht, fällt es auseinander. Deswegen werde ich jetzt den Rest auch noch sauber machen. Ja, ihr hasst mich, ich weiß. Auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt nicht richtig ausgedrückt. Aber viele von euch hassen das so, dass ich das so mache. Aber ist doch ein komisches Teil, oder? Das war jetzt schon mal hier, haben wir jetzt schon mal das Teil hier auseinandergenommen. Verstehe ich nicht. Also was das mal für eine Waffe gewesen ist, müsste man mal googeln. Ist das ein Knicklauf? Guck mal, sieht aus wie ein Knicklauf. Seht ihr das hier? Hier ist ein Scharnier. Und da kann man den Lauf, glaube ich, knicken. Ich probiere das mal eben, den zu knicken hier. Tatsächlich, guck mal hier. Ist ein Knicklauf, auch keine Munition drin. Ne? Also gehe ich mal davon aus, dass das doch eine scharfe Waffe war. Allerdings müsste man das sich eben noch bestätigen lassen. Ihr wisst hundertprozentig, viele von euch wissen hundertprozentig, was das für eine ist. Und ja, da hat man das geknickt, hat quasi eine Kugel eingetan oder eine Patrone oder eben ein Teil rein und dann hat man damit geschossen. Ja, ich werde mich jetzt mal kurz bei Google eben umschauen. Vielleicht kann ich euch das gleich schon sagen, was das für ein Teil ist. Also laut Google stellen die viel Schreckschusswaffen her. Kann also auch eine Schreckschusswaffe gewesen sein.
keine Ahnung. Ich werde deswegen auf jeden Fall nicht die Polizei rufen. Aber ich werde die Geldkassette und die Waffe quasi zur Polizei bringen. Nicht, dass hier der Steuerzahler wieder unnötig wegen so einer Schreckschusswaffe hier die Spritkosten und die Arbeitszeit hier von den guten Beamten aufnehmen wird. Ich werde euch das natürlich auch zeigen, wie ich vor dem Revier stehe und die Sachen abgebe. Weil viele sagen, ja, ist klar, gibt's mit nach Hause. Nein, das mache ich nicht. Ich gebe alles ab. So, ich werde jetzt hier nochmal versuchen, diesen Kasten, wo ja anscheinend diese Waffe drinne gewesen ist, rauszukriegen. Der ist ziemlich groß. Also ich schätze mal so 60 mal 40 Metallkasten mit wahrscheinlich auch, ja, es sah so aus, als wenn da irgendwie so Regal, so kleine Regale drin sind. Egal, ich versuche es jetzt nochmal mit dem Dicken hier. Und dann, was haben wir denn da? Was ist denn das hier noch? Na, das war nix. Ja, ich versuche es jetzt nochmal mit dem Dicken nochmal das rauszukriegen, zeige euch das natürlich. Also seid gespannt, war ja schon mal wieder richtig aufregend heute. Ich meine, ne, wer das nicht geil fand, der weiß nicht. Ja, der weiß nicht. Ne. Der findet Magnetfischen scheiße. Wollen wir es mal so sagen. Ich fand's geil. Weiter geht's. Ich hatte gerade vom Weiten gedacht, schon wieder eine Waffe. Also jetzt von unten. Oben habe ich sie natürlich erkannt. Einfach nur ein zerflexter Fahrradrahmen. Aber ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Schon wieder eine. Das wäre ja was gewesen. Ja, den Kasten, den habe ich immer noch nicht an der Hacken. Aber bleibt am Ball. So, nicht, dass ihr glaubt, der hat einen am Sender, der erzählt uns einfach was vom Pony. Nein, da ist diese komische Metallkiste. Ziemlich flach und eben auch nicht super stark magnetisch. Ich werde jetzt mit einem Zweitmagnet versuchen, hier vorne rechts an der Seite das irgendwie anzupicken. Und das Ding auf jeden Fall bergen. Ich will auf jeden Fall wissen, was das ist. Also ich bin jetzt schon alleine hier fast wieder 30 Minuten bei. Hab's wieder gefunden, war hier unter dem Gebüsch verkeilt. War nicht einfach rauszukriegen, aber ich hab's. Also, seid gespannt. Ich probiere es jetzt mit dem Zweitmagneten nochmal. Hoffentlich berühren die anderen beiden sich nicht, weil dann bin ich nämlich richtig gearscht. So, den Kasten haben wir jetzt draußen hier. Wie gesagt, da waren alles so kleine Regale und so Plastikkästchen drin. Was da wo mal drin gewesen ist, weiß der Teufel. Hier unten haben wir nochmal diese Plastikkästchen wieder. Natürlich ist nichts mehr drin. Muss da ja auch schon ewig drin liegen. Guckt euch das Ding mal von Weitem an. Tja, das ist ein fettes Teil, oder? Keine Ahnung, was das mal war. Ein Schlüsselkasten, ein Setzkasten. Keine Ahnung. Weiter geht's. Ja, aber geschafft. So Leute, habe ich jetzt gerade abgegeben. Ich wollte eigentlich zum Revier fahren, wollte es abgeben. Das hätte ich auch noch gefilmt. Jetzt war hier vorne gleich eine Verkehrskontrolle. Da habe ich das dann quasi drauf abgegeben jetzt. Und habe mir gedacht, ja, das werde ich euch jetzt noch eben sagen. Ja, die Sachen sind abgegeben, wie sich's gehört. Alles ist gut. Heute hat sich der Bauhof ein bisschen brüskiert. Kann ich auch verstehen. Habe ich auch gesagt, finde ich kacke. Würden wir gerne alles selber machen. Fakt ist, wir dürfen es nicht. Haben wir ja schon tausendmal erwähnt. Und die Polizei sagte auch eben gerade, die werden da anrufen. Bei denen werden die sicherlich etwas anders reagieren als wie bei mir. Weil die das nämlich machen müssen. Ja, ist auch schade, tut mir auch leid. Aber es war ja auch wieder richtig viel diesmal. Also hat sich's auch gelohnt. Das ist auch für die Gemeinschaft was, auch wenn es quasi die Bauhöfe unsere Steuergelder kostet, wenn die da hinfahren und das abholen. Andererseits hat der Bauhofmann mir aber auch erzählt, dass die auch den Metallschrott verkaufen, also den verschenken die auch nicht. Den sammeln die in einen großen Container und verkaufen den. Ist ja auch schlau, wenn die Gemeinde das macht, bringt ja noch ein paar Euro in der Kasse. Ne? Ja gut, guckt euch meine anderen Videos an, Klicks und Abos immer gern gesehen. Ich sitze wieder in meinem Smart, ich will jetzt nach Hause. Adios, ciao, goodbye.